Wir sind Emmy und Chris und bauen gerade unseren VW T3 Bulli um, damit wir sehr bald auf Reisen gehen können. Wo uns die Reise hinführt, werden wir sehen. In diesem Video kommt unser Bulli endlich nach Hause. Wir ersetzen den Motorkabelbaum, die Wasserrohre und machen noch zwei weitere Baustellen auf. Herzlich willkommen und hallo. Ja, heute ist Montag, der 4.10. und zwar kurz nach 20 Uhr, also sorry für die Lichtverhältnisse. Ist ein bisschen dunkel, ja. Aber wir haben gerade Feierabend gemacht und vor 3 Stunden erfahren, dass unser Bulli geliefert wird. Ja. Deswegen sind wir auch ein bisschen in Eile, weil wir müssen um 20.30 Uhr in der Halle sein. Ja. Und ihr kommt mit. Das ist ganz toll. Wir freuen uns. Ein bisschen Papier dazwischen, weil noch keine Dichtungen drin sind. Ne? Da ist unser Bulli. Ihr könnt ihn noch nicht in voller Pracht sehen, aber gleich, wenn er drin ist, dann zeigen wir ihn euch richtig. Mann, ist der hübsch. Ihr habt so geile Arbeit gemacht, wirklich. Der Gutachter hat auf jeden Fall Bilder gemacht. Ist er nicht schön? Ja. Ist er nicht schön? Er ist endlich wieder da. Er ist zu Hause, wenn ich es mal so sagen darf. Und wunderschön. Und er sieht so gut aus. Und ja, wir finden das mit der Tür so genial. Also es ist wirklich eine wunderschöne Tür geworden. Ja. Ist Geschmackssache, ganz klar, aber uns gefällt es und das ist das Wichtigste. Also wir sehen ihn nämlich jetzt auch, oder wir haben ihn jetzt zum ersten Mal auch im Gesamtbild gesehen. Ne? Wir haben ja die Tür auch noch nicht eingebaut im Bulli gesehen. Deswegen freuen wir uns jetzt noch mal mehr, dass das wirklich auch richtig gut aussieht und das alles so zusammengebaut ist. Ja, und das Nächste? Der Motor wird eingebaut. Das wird auch nochmal eine ganz spannende Sache. Aber jetzt fahren wir erstmal zurück nach Hause. Und das heißt? Ja, wir essen. Wir essen was. Wir haben noch nicht viel gegessen heute. Es ist der nächste Tag und ich sitze am Schreibtisch und arbeite. Christian ist heute im Büro arbeiten, deswegen bin ich auch alleine zu Hause. Und jetzt mache ich erstmal eine kleine Pause, weil der Postbote war da und hat ein Päckchen gebracht und ich bin mir ziemlich sicher, was da drin ist und deswegen möchte ich es gerne mit euch zusammen auspacken. Ich muss mich an den Schreibtisch setzen. Ja, das sind also Sticker, die ich in Auftrag gegeben habe. Allerdings sind sie leider mit einem Fehler. Die Hände werden abgeschnitten, wenn man den Sticker ja irgendwo aufklebt. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Vor allem, weil ein ganz lieber Zuschauer von uns den Sticker von uns haben wollte. Also den allerersten haben wir ihm versprochen. Und ja, Norman, was sagst du? Willst du den Sticker trotzdem haben? Du kriegst natürlich von der nächsten Auflage, wo es dann richtig ist, sowieso einen. Aber möchtest du auch schon einen hiervon haben? Und ich will die nicht wegschmeißen. Also ja, wenn ihr einen Sticker haben wollt mit einem kleinen Fehler, sagt gern Bescheid. Ich ärgere mich jetzt nicht weiter. Das war Lehrgeld und werde jetzt mal weiterarbeiten. Schlüssel? Habe ich. Ich glaube, ich brauche eine neue Arbeitswohnung. Tschüss. Härt es wirklich aus? Härt es aus. Ganz sicher. Ich gehe nicht nochmal gucken. Gut. Heute ist Freitag, der, ich weiß es gar nicht, 9., 8., der 8. Oktober. Wir stehen mal wieder vor unserer Tür, weil wir mal wieder auf unseren guten Freund Cedric warten. Richtig. Der uns freundlicherweise abholt und mitnimmt in die Halle. Wir bauen den Motorkabelbaum ein. Wir wollen den Motor einbauen und das Getriebe. Und das wird ein richtig krasses Wochenende. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, weil wir haben auf jeden Fall Bock drauf. Ja. Und wir haben noch schnell Couscous gekocht und schön Baguette geschnitten und ein paar Snacks eingepackt. Und eine Kiste Wasser und
damit auch für das leibliche Wohl gesorgt ist. Ja, für die lieben Helfer. Ja, wir freuen uns total. Ja. Und jetzt geht's los. Oh, wir kochen heute Brot. Ja. Cool. Cool, oder? Wir sind da. Unsere weitere Hilfe kommt noch. Ach, Cedric muss alles alleine schleppen. Ich bin Cedric, ich bin auch dabei. Wir warten jetzt noch auf die Hilfe aus Dresden. Wir müssen noch abklären, ob wir überhaupt den Namen sagen dürfen und ob er überhaupt zu sehen sein möchte, wie auch immer. Ja. Aber wir bereiten jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen einen Bulli vor. Das heißt, wir werden den in Folie einpacken. Nicht komplett, nur hinten rum. Damit wir da natürlich keine Kratzer in den Lack machen. Wir haben extra so eine Stretchfolie bestellt, damit man da auch entspannt arbeiten kann, ohne dass man die ganze Zeit gucken muss, dass man den Lack zerkratzt. Kann man die dann wiederverwenden? Ich dachte gerade, was für eine Verschwendung, ne? Ja, manchmal muss man auch Sachen machen, die man nicht wiederverwenden kann. Das, klar, man hätte auch andere Sachen nehmen können, zum Beispiel eine Wolldecke, die würde dann aber ständig runterrutschen oder irgendwelche anderen Matten, die man dann nie wieder braucht. Jetzt ist es Stretchfolie. Mal gucken, vielleicht fällt mir was ein. Genau. Wie findest du die Tür? Sag ehrlich. Ist ja Geschmackssache, magst du nicht? Danke, reicht. Ja, wunderschön. Ja, sag mal ehrlich, dir gefällt sie nicht, sagen wir so, oder? Ja, sie ist halt nicht grün. So wirst du immer wissen, wenn wir vor deiner Tür parken, dass wir es sind. Genau. Was sagt er? Da kommt ein Bus. Oh, echt? Unsere vierte helfende Hand ist dabei. Achim ist gerade angekommen. Achim steht hier. Hi. Das ist der Achim. Achim ist ohne Scheiß extra aus Dresden für uns hierher gekommen. Er bringt uns einen frischen Motorkabelbaum und hilft uns tatsächlich auch dabei, unser Motor ein bisschen vielleicht reinzubauen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Brauchst du jetzt erstmal eine Pause oder was? Nö, oder? Also wir können gemütlich starten. Wir können gemütlich starten, cool. Wenn das aufgeht, dann hängen wir es quasi so, lass es rauslaufen, gucken uns an, was am Magneten dranhängt. Wenn es bloß ein paar Späne sind, ist okay. Wenn natürlich Teile vom Getriebe dranhängen, was auch öfters mal vorkommt, dann müsst ihr euch erstmal eine Raste machen, was er damit macht. Die oxidiert gerade vor sich hin, siehst du ja. Das ist eigentlich müsste das Kupferfarben sein. Und irgendwann ist sie komplett durchgegammelt. Und dann springt er euch nicht mehr an, weil der Anlasser nicht mehr drehen kann. Irgendwie sieht gut aus. Man hat jetzt keine Riesenteile da dran, ne? Genau. Müssten wir den hinten noch ein bisschen anheben? Anheben, ja. Das ist aber echt nicht viel. Nö, sieht gut aus. Wir sind ein bisschen ausgebremst worden, ja. Aber es ist auch schon entsprechend spät. Ja, 22.37 Uhr, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, ja. Deswegen machen wir jetzt Feierabend. Warum sind wir ausgebremst worden? Ja, uns fehlen die Schrauben, die die Kupplung an das Getriebe dran pappt oder festhält. Und die müssen wir uns morgen erst besorgen, weil irgendwie sind sie weggekommen. Wir haben alles durchsucht. Ja. Egal, aber wir wollten ja heute sowieso nicht so ganz so viel machen, sondern erstmal nur schauen, uns ein bisschen orientieren und morgen früh dann richtig frisch loslegen. Ja, genau. In diesem Sinne, gute Nacht und bis morgen. Bis morgen. Guten Morgen, es ist der nächste Tag und ich glaube, es ist so ungefähr kurz vor neun. Wir sind schon eine Weile wach. Ich war schon Katzensitten bei Freunden von uns und habe Kaffee organisiert. Emmy steht gerade in der Küche und bereitet uns ein herzhaftes Frühstück, wie ihr gerade wahrscheinlich schon gesehen habt. Und ja, Cedric ist unterwegs und holt uns gleich ab und dann geht es wieder ab in die Halle. Heute hoffentlich ein bisschen erfolgreicher als gestern, da wurden wir ja ein bisschen ausgebremst. Aber wir besorgen noch ein paar Teile heute beim Baumarkt und dann hoffen wir, dass es schneller vorangeht. Ja,
Guten Morgen auch von mir. Wir waren gerade im Baumarkt und haben die verlorenen Schrauben gekauft. Haben auch noch andere Schrauben gekauft und wollten MOS-Fett kaufen für Cedric und Christian. Lachen sich gerade über mich kaputt. Ich weiß nicht warum. Die verschaukeln mich immer. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wir wollten MOS-Fett noch für das Getriebe kaufen, also für die Gelenke, und haben es aber nicht bekommen. Jetzt machen wir es ohne Fett. Ich hoffe, das klappt trotzdem ganz gut. Und ich habe hier die leckeren Schnecken auf dem Schoß. Und es ist sehr schwer zu widerstehen, weil ich habe schon ganz schön Hunger. Aber wir sind gleich da. Wir sind jetzt kurz vor der Halle und wir haben am Straßenrand dieses schmucke Fahrzeug gesehen. Das ist natürlich das Fahrzeug von Achim. Und wir wollten euch das mal ein bisschen zeigen, weil wir finden den echt cool. Vielleicht kannst du auch ein bisschen was dazu erzählen, Achim, wenn du möchtest. Der ist richtig cool. Also der, ich sag mal in Anführungsstrichen, Neidfaktor ist schon ziemlich hoch. Ja, aber liebevoll neidisch. Liebevoll, wir gönnen es dir natürlich. Sehr, ne? So ist nicht. Aber wir zeigen euch den mal. 14 Zoll Synchro mit 16 Zoll Verbreiterungen. Einfach damit die Räder reinpassen. Noch ein bisschen größer. Was ist das für ein Motor, der da drin ist? Ein 95 PS Wasserboxer, also auch euer Motor, der MV. Mhm. Und wie lange hast du den jetzt schon? Seit 12 Jahren. Ich habe den gekauft damals mit 85.000 Kilometern auf der Uhr. Sehr schön. Und Cedric hat es gestern schon gesagt. Was habe ich gesagt? Heute wird nicht so viel gequatscht, heute wird gemacht. Richtig. Deswegen. Ich würde vorschlagen, ihr fahrt in die Halle und baut den Motor ein und ich mache eine Sprungstour. Genau. Wir starten jetzt einen Zylinder 1 und drehen das Ganze so, dass der auf dem oberen Totpunkt steht. Mhm. Und dann lässt sich alles im Motor darauf ausrichten. Was machst du da? Die Wasserpumpe anschrauben. Was? 13er, ne? Ja. Können wir die das auch weiß ich, warum es gut ist, dass ich das mache, weil ich die schmalsten Finger. Ja, du hast die italienischen Finger, ne? Hände, Finger? Finger. Heinz, was hast du dazu? Nur 3 Schrauben? Ja, ich glaube schon. Gehäusedichtung hier. So, während Christian da die Ansaugbrücke sauber macht. Ja, ich habe sie auseinandergenommen und die Benzinschläuche mal abgemacht, weil wir die ja austauschen. Deswegen baue ich die jetzt gerade ein bisschen auseinander. So sieht sie gerade aus in Einzelteilen. Und dann bauen sie gleich wieder zusammen. Jetzt geht mein Halbsatz weiter. Gehe ich mit Achim zu unserem alten Kabelbaum und bauen den aus. Gucken wir mal. Das ist ein schönes Gewulst aus Teilen vom Motorkabelbaum, hier zum Beispiel Lambda-Sonde, als auch den Rückleuchten. Jetzt trennen wir das alles mal schön auf, legen es in einzelne Stränge weg, dann ist da mal ein bisschen in Ordnung hier drin. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erklärt haben. Achim hat uns nämlich einen wunderschönen neuen Kabelbaum gebaut, gebastelt und hat uns den auch gestern schon gezeigt. Ich weiß nicht, ob Christian mich gerade hört, dann kann er den mal nach vorne bringen. Ja. Der ist in dem schmalen Karton. Hast du? Bevor jetzt irgendjemand rummeckert, da sind die alten Stecker dran. Das soll so. Also, genau. Also es gibt sowohl die Stecker nicht mehr alle neu. Und selbst wenn ich jetzt die alle neu kaufen würde, das ist einfach nur Verschwendung. Man müsste ein bisschen noch gucken, dass wir nicht alles wegschmeißen, was noch gut ist. Und solche Stecker gehen in der Regel nicht kaputt. Ich kann mal gucken, ob ich irgendwo einen getauscht habe, aber so wie es ausschaut, sind alles noch alte Stecker. Genau, und die putzt man halt ein bisschen und macht sie dann quasi wieder neu.
Ja. Das macht das wenig Sinn zu sagen, man tauscht die einfach mal aus, weil sie eben ausgetauscht werden müssen. Genau. Und das ist ganz in unserem Sinne. Ja, im Sinne der Nachhaltigkeit kriegt Achim dafür natürlich unseren alten Kabelbaum, den er dann auch weiter verwenden kann und dann auch wieder andere Bullis damit bestücken kann. Genau. Ja. Jetzt haben wir hier schon die ersten Flickstellen. Das heißt, da hat schon mal einer versucht, irgendeinen Fehler zu reparieren. Vielleicht sehen wir irgendwo eine Trennstelle. Ich vermute mal, da hat einfach einer irgendwas messen wollen oder wie auch immer. Also nicht schlimm. Magst du jetzt einen Unterschied zwischen der Leitung und der? Wenn ich jetzt mal hier einen Schlauch bewege. Ja. Wenn ich jetzt hier einen Schlauch bewege. Krass, okay. Das ist halt einfach 30 Jahre alt. Ja. Dann wird über die Zeit einfach hart. Und wenn ich jetzt halt hier den Schutzschlauch bewege, macht das Kabel das innen auch mit. Und auch das Kabel ist nämlich 30 Jahre alt und bricht dann relativ schnell auch einfach ab. Dann funktioniert es mal funktioniert es nicht. Und dann suchst du dir Ewigkeiten einen Fehler, wo ist der Fehler? Kalt funktioniert, warm geht es nicht mehr oder andersrum. Hm. Fährst du eine Rechtskurve, geht plötzlich der Motor aus und solche Geschichten halt. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Das ist meine Welt, da könnte ich stundenlang. Ach schön. So, das ist die einzige Trennstelle, die man hat. Und jetzt kriegt man dann auch etwas Gefühl raus. Das heißt, quasi der alte Motorkabelbaum und dort dazu der neue. Ein bisschen was haben wir jetzt noch zu tauschen und abzuschrauben von dem, das hier noch mit dran muss. Mhm. Aber ansonsten sind wir jetzt soweit durch mit dem Part. Das nehme ich euch mal noch den Rest noch ein bisschen auseinander und sortiere euch noch ein bisschen, was von kann man lassen. Wenn ich sowas hier sehe, das ist natürlich das, was viele machen, ist aber halt einfach Pfusch im Prinzip. Ist nicht vom Werk. Ist nicht ab Werk, nee. Warum hat man das wohl gemacht? Das hat man darum gemacht, um einfach die nötigen Signale für die Anhängerkupplung abzugreifen. Normalerweise braucht man halt das passende Werkzeug, um das hier ordentlich mit neuen Pins, neuen Kontakten zu verbinden und dann einzupflegen, aber das hat eben fast niemand daheim und deswegen wird das halt meistens so gemacht. Hier drin geht es jetzt noch, weil es wirklich einigermaßen feuchtigkeitsgeschützt ist. Das ist natürlich jetzt nicht wasserfest. Es hat hinten auch Belüftungslöcher und ähnliches. Kann man das einfach rausnehmen, wenn wir das nicht. Also wenn das sowieso gefuscht ist sozusagen? Ja, wir gucken mal. Also wollt ihr die Kupplung behalten oder nicht? Die Anhängerkupplung habt ihr schon euch überlegt? Hatte da mal im Gespräch, dass es eventuell also behalten wird? Aktuell können wir uns nicht vorstellen, Anhänger zu haben. Ich würde es einfach mal rausnehmen, da habt ihr schon mal ein blödes Kabel weniger. Ja. Und kommt ihr mal nach Dresden, dann mache ich euch eben einen Baum rein und dann könnt ihr euch, habt es dran. Weil, wenn ihr einen Haken habt, aber kein Elektrik dazu, ist auch blöd. Ja, richtig. Dann könnt ihr da, aber dürft nicht, dann könnt eigentlich nicht, weil ist ja kein Strom da. Ja. Genau. Ja, ich denke mal, kurzfristig werden wir das nicht brauchen. Deswegen, wenn wir es brauchen, dann kommen wir vorbei. Ja. Wenn jetzt einer unserer Zuschauer sich denkt, oh, so einen Achim brauche ich auch und so einen neuen Kabelbaum, wie kann er dich erreichen? Können wir irgendwas in unsere Videobeschreibung schreibt packen? Schreibt unten die Homepage rein. Da gibt es mittlerweile auch einen kleinen Shop dazu, weil ich einfach, ich mache es nebenberuflich und ich habe einfach keine Lust auf Stress. Das heißt, was ich auf Lager habe, ist im Shop. Was ich nicht auf Lager habe, bitte anfragen. Also ich habe jetzt keine Lust, dass ich alles im Shop reinstelle, aber nicht habe, eine Bestellung kriege und dann kriege ich es rudern, weil ich möchte eigentlich, wenn jemand einen Kabelbaum bestellt, dann sollte er auch innerhalb ein paar Tage dort sein und nicht 4 Wochen brauchen, bis ich endlich mal dazu gekommen bin. Ich kriege eigentlich bis auf 2-3 Kabelbäume, wo ich eben dann eben nicht das Material rankriege, weil es einfach zu alt ist, über alle Baujahre vom T3 die Kabelbäume hin. Das ist kein Problem. Cool. Ja, wir packen alle Infos in die Videobeschreibung. Das, was hier in diesen tollen Klemmen drin steckt, diese Klammer, die schlitzt quasi die Isolierung auf. Und was man jetzt hier vielleicht auch sieht, ich halte mal kurz die Hand dahinter, siehst du die abstehenden Äderchen? Und das ist eben genau das, warum man diese Stromdiebe eigentlich nicht machen sollte. Die haben jetzt hier die Adern abgerissen beim Pressen, das kannst du gar nicht verhindern. Und damit reduzierst du einfach auch den Querschnitt und machst im Prinzip die Leitung kaputt. Das ist eigentlich eine Notreparatur für unterwegs, aber eigentlich nichts, um auf Dauer irgendwas anzuschließen.
Die werde ich jetzt nachsetzen. Also es macht jetzt keinen Sinn, die zu isolieren oder ähnliches. Ich mache euch da neue Stecker drauf. Dann ist Ruhe. Dann ist es wieder original. Und damit ist eben diese Fehlstelle einfach beseitigt. Ich denke, das ist fest. Gut, dann gehen wir mal ans Reparieren. Also wir haben jetzt einmal hier eine Fehlstelle, wie man sieht. Ja. Wir haben hier noch eine Fehlstelle. Da ist das Kabel ab. Mhm. Und der Rest schaut soweit gut aus. Ich würde das hier zum Beispiel, kannst du raussuchen, wo es hinkommt. Ich würde es zum Beispiel hier nehmen. Mhm, okay. So. Achso, das kann ja auch da bleiben und dann einfach verbinden. Genau, das musst du gucken. Also wichtig ist in der Regel immer erstmal die Farbe. Die sollte stimmen. Und der Stecker gibt es im Prinzip hier auch noch vor. So, einen braun-grün. Den haben wir gar nicht. Braun-grün haben wir noch nicht. So, das heißt, wir haben jetzt noch den Stecker übrig und den Stecker noch übrig. Gut, dann würde ich sagen, bereiten wir noch den Motorkabelbaum vor und geben erst dir noch ein paar Aufgaben, oder? Jo. Dann können wir den im Prinzip auch schon reinbauen, auf die Seite legen, schon ein bisschen mit Kabelbindern festmachen. Dann warten wir mal, bis der Motor soweit ist. Achim hat gerade etwas entdeckt, was uns noch nie jemand gesagt hat und das klang gerade sehr dramatisch. Genau. Wir haben hier die Wasserrohre, die beim T3 vom Motorraum nach vorne führen. Und auch hier sieht man jetzt eben schön das bekannte Problem der rauswandernden Hülse. Also original schaut es so aus, die Hülse ist hier komplett im Kunststoff eingebettet und da drin. Hier ist der Kunststoff schon abgerissen und die Hülse, die eigentlich da hinten sitzen müsste, ist schon, ja, ich sage jetzt mal, zu 3/4 draußen. Das heißt, noch ein bisschen mehr. Dann fällt die Hülse ab, reißt oder fällt raus, Schlauch ist mit dran, geht auch mit ab und ihr habt innerhalb von wenigen Sekunden verliert euer komplettes Kühlwasser. Das hatten wir schon mal. Das dann eben nicht mitkriegt, dann ist der Motor fritte. Ja, Achim hat es gerade mit einem Wort beschrieben, Motortot. Ja. Gut zu wissen, danke. Kein Problem, deswegen und, haben wir Gott sei Dank die Edelstahlrohre schon. Gut, dass wir die Edelstahlrohre haben, die dort stehen und warten auf auch eingebaut zu werden. Was ihr dort seht, ist ein Cedric in freier Wildbahn. Wir haben uns spontan dazu entschlossen, unsere Antriebswellen kurz auszubauen. Achim meinte, das wäre eine gute Idee. Könnte natürlich auch sein, dass wir uns damit selber ins Knie schießen, wenn wir irgendwas kaputt machen und uns noch mehr Arbeit machen. Aber das Argument war, wenn es uns jetzt kaputt geht, ist es besser, als wenn es uns irgendwo unterwegs kaputt geht. Deswegen bauen wir jetzt unsere Antriebswellen aus und schauen die mal nach. Hier ist deutlich weniger Fett auf den Schrauben. Hier mache ich mir mehr Sorgen. So weniger Dreck, ist einfach nur mehr Rost und das ist schlecht. Wir machen heute mal drei Baustellen auf. Eigentlich wollten wir den Kabelbaum machen und den Motor einbauen. Und zwischendrin haben wir jetzt aber entschieden, dass wir auch die Wasserrohre wechseln, weil mit Achims tatkräftiger Unterstützung war das sehr logisch, dass wir das jetzt zu viert machen. Also ich mache ein bisschen weniger jetzt bei dieser Baustelle, weil ich nicht so viel helfen kann. Und deswegen sind wir jetzt quasi im Verzug mit dem Motoreinbau. Aber werden jetzt die Wasserrohre wechseln. Ja, das machen wir. Die haben wir schon parat gelegt. Ich gehe gleich unter das Auto und dann schieben wir die hoffentlich schnellstmöglich durch.
Und, ja. Aber was haben wir heute geschafft? Wir haben den Motorkabelbaum erneuert. Also Achim hat das natürlich größtenteils gemacht und ich habe auch ein bisschen dazu gelernt auf jeden Fall und auch geholfen. Und wir haben das Getriebe mit dem Motor verheiratet. Da steht da gerade der Motor, deswegen, ihr könnt ihn nicht sehen, aber da steht er und schon die Ansaugbrücke drauf gebaut und auch das Schwungrad und die Wasserpumpe. Ja, das ist schon eine ganze Menge auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas gemacht? Ich habe das Gefühl, wir haben heute ganz, ganz viel geschafft. Ja, auf jeden Fall. Aber irgendwie noch nichts richtig abgeschlossen. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch Wasserrohre und dann den Motor machen. Ja. Hoffentlich kriegen wir das mit den Rohren schnell hin. Ja, ich denke, das sollte relativ einfach sein. Sodass wir mit dem Motor anfangen können. Es ist ja auch schon, ich glaube, 18 Uhr oder so. Ja, hier drin hat man kein Tageslicht, deswegen auch kein Zeitgefühl. Gut. Deswegen, weiter geht's. Weiter geht's. Was macht das Tellerisch in der Zeit? Einschussventile. Beziehungsweise die sind vom T3. Und die sehen nicht mehr so schön aus, sind aber verdammt teuer. Also ich glaube 80 oder 90 Euro pro Stück. Kann man reinigen lassen. Wir versuchen es mal selbst mit einem kleinen Unterschallbad. Ist eigentlich für Schmuck gedacht. Aber eventuell reinigt das auch das Zeug hier. Womit, wissen wir noch nicht ganz. Tipps haben wir bekommen mit Kaltreiniger für Motoren. Sonst Drosselklappenreiniger. Ist schlüssig, dass es das Zeug auch sauber macht. Aber worin, weiß ich noch nicht ganz. Guck mal. Sonst Wasser und Seife. Und Essig. Cedric war nämlich so lieb und hat sein Ultraschallreinigungsgerät. Das ist nur für Schmuck gedacht, eigentlich. Das ist viel zu schwach für sowas. Aber wir versuchen es mal. Glänzt auf jeden Fall wieder schön, aber die äußeren Werte gelten hier überhaupt nicht. Wir müssen irgendwie hier drin an die Düse kommen. Das geht nur damit. Aber das Wasser vorher mal klar. Das ist jetzt deutlich brauner. Also auf jeden Fall löst es irgendwas. Wir haben gerade mitten im Video festgestellt, dass wir ganz viel Arbeit haben und das dementsprechend Video sehr, sehr lang wird. Ja. Deswegen werden wir... Das reden wir sogar in zwei Worten wieder abwechselnd. Mach du. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir dieses Video hier an dieser Stelle beenden, weil sonst wird das ein Stundenvideo. Und wir haben gerade drei Baustellen parallel aufgemacht. Ja. Deswegen ist dieses Video hier für euch jetzt hier zu Ende. Aber wir machen weiter. Ja. Also wenn ihr sehen wollt, wie der Motor eingebaut wird, dann auf jeden Fall auch in das nächste Video einschalten. Nicht vergessen, Daumen nach oben, Glocke aktivieren, teilen, kommentieren. Richtig. Und ich hoffe, dass ich diese Woche alles schneiden kann. Ja. Und während die Jungs hier im Hintergrund schon weiterwerkeln, wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Morgen, wann immer ihr das Video seht. Und wir freuen uns auf das nächste Video. Für uns ist es ja jetzt gleich. Ja, bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Los geht's. Mir gerade ein Wasserschild. Damit jeder weiß... Das ist doch eine super, das ist doch eine super Einstellung. Damit jeder weiß, welche Flasche mir gehört. Ja. Wenn Sie dieses Schild sehen, dann ist das nicht Ihre Flasche. Wenn ihr, wie heißt das nochmal? Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Schild in also die Kamera gehalten wird. Was ist denn beliebter bei dir? Sprudel. Sprudel, ja, ist bei den meisten. Dann nehme ich eine Stille.